Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Und ja, wir befinden uns wieder auf Jungle Rock Island. Auf der Map waren wir länger nicht mehr. Und ich dachte mir, oh, die Brücke kenne ich gar nicht. Aber ich dachte mir, warum gehen wir denn hier mal nicht wieder rauf? Morgen haben wir übrigens eine neue Map und darauf folgend, also auf die übernächste Folge, oh, die, das ist cool, werden wir, denke ich, eine Folge machen, in dem wir einfach mal wieder auf den Wunsch eingehen. Und zwar gab es da den Wunsch, mal wieder von der Klippe, beziehungsweise vom Berg ein paar Autos runterwerfen zu lassen. Und so dachte ich, wir machen das mal übernächste Folge. Jedenfalls, heute machen wir wieder Jungle Rock Island mit dem guten alten DB Show Covid. Turbo Rally Version nehmen wir da. Hatten wir länger nicht. Und hier haben wir ein neues Skin übrigens für alle Autos, für alle Standardautos. Ja, weil die Covid, die haben wir früher sehr häufig benutzt. Das war ja mein Lieblingswagen damals, also mein BeamNG-Lieblingswagen. Also warum soll man ihm heute nochmal die Ehre erweisen und den hier ein bisschen schrotten? Und gucken, wie er sich denn hier fährt. Hört den Turbo ziemlich krass schon. Oh. Und ich hau ihn trotzdem in die Seite. Das heißt trotzdem, ich hau ihn in die Seite. Vorne ein bisschen Frontschussstange zerstört, aber es klappt schon. So, hier rein. Der kommt nicht so gut in die Ecken. Kurven. Dann hier. Jetzt muss man abbremsen. Jetzt kommt eine scharfe Linkskurve. Oh Gott. Das war sehr knapp. Wir nehmen mal die Hand rum, dann kommen wir besser um die Kurven. Ja, so ist schön. Grip all tires. Grippen wir ein bisschen zu viel und da haben wir ihn gefetzt. Oh ja, ist nicht schick. Fahren wir mal in die Richtung. Die sind wir noch nicht gefahren. So. Ist nicht so schnell der Wagen, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Oh ja, hier springen wir jetzt einfach was können. Oh. Puh. Gut. Ja, soviel zum Sprung. Aber da hat uns der obere Käfig doch schon ganz schön beschützt. Ich überlege gerade, lassen wir ihn drin? Ja komm, lassen wir ihn heute mal drin. Dann gibt's zwar nicht so cool, dann verbietet er sich zwar nicht so cool. Aber trotzdem, oh, wir brauchen nicht mal andere Reifen. Die haben viel zu viel Grip. Beziehungsweise haben sie zu wenig, keine Ahnung. Ich brauche andere Reifen. Wo haben wir die Front Suspension? Na komm. Ach. Komm, Front Wheels. Ja, roll noch weiter. Ach, das ist blöd, dass er dann weiterrollt. Ich kann jetzt hier auch nichts drücken. Drück mal P, so, haben wir Parking Brake, danke. Rally Front, Race Front, Sport Front. Die sollten nicht so viel Grip haben, wie die Rallyes. Und dann noch Rear Suspension, Rear Wheels, Rally, will ich Sport. Danke. Mal sehen, wie die sich schlagen. Vielleicht wird es sich mit dem ein bisschen angenehmer. Werden wir sehen. So, okay, die... Oh ja, die sind schöner. Oder? Sind sie es? Keine Ahnung. Egal. Wir wollen den Wagen einfach nur fahren und irgendwie... Oh Gott, das ist zu verlockend, Leute. Wuhu! Oh. Achten wir langsamer jetzt. Guckt euch das an. Jetzt will ich euch nicht Augenkrebs mit den Bewegungen geben. Also muss ich hier das schön kontrolliert machen. Da. Fliegt er weiter ins Wasser. Ja, nicht so schick. Ach komm. Wisst ihr was, wir nehmen mal einen anderen. Der hat mir irgendwie viel zu viel Grip. Beziehungsweise der lässt sich nicht so fahren, wie ich ihn jetzt will. So, jetzt habe ich es. Also kommt nicht um die Ecken. Jetzt habe ich gut beschafft. Gut, dann die Sunburst. Komm, nimm mal einen Sunburst mit... Nimm mal Custom. Ja, die habe ich mir noch runtergeladen. Ist stark. Starker Motor und cooles Suspension. Also kann so ein Butcher-Teil. Und das denke ich ganz cool. Vor allen Dingen haben wir bald auf der neuen Map... Haben wir auch. Oh, ich bin irgendwie gerade ganz anderes gewöhnt vom Grip her. Ich weiß nicht warum, aber ich komme gerade nicht um die Ecken. Wir haben nämlich eine Aufgabe auf der nächsten Map. Beziehungsweise gibt es eine Mission für. Da wäre der, glaube ich, genial. Weil wir können ihn, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht ausmachen. Egal. Wir wollen den hier mal langfahren und ihn erstmal auch die Klippe runterschmeißen. Warum nicht? Das wird nicht schick sein. Guck dich das an. Total zerstört, Mann. Ah, J, dann lassen wir mal weiterfliegen.
Nicht schick. Gar nicht schick. Das ist eine coole Kameraperspektive. So, machen wir wieder Echtzeit. Und da rutscht den Rest ins Wasser. Ja. Irgendwas richtig Schnelles brauche ich jetzt aber. Die haben wir uns geupdatet. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile funktioniert. Wäre schön. Smith Custom haben wir übrigens auch einen neuen Wagen, den wir ausprobieren können. Nimm wir. Nimm wir SBR4 in der Crash-Test. Ja, nimm wir die. Wir haben eine Crash-Test-Lackierung. 2015 Hiroki SBR4. Ist cool. Ist alles schön beachtet. Ist auch an der Seite draufsteht und so. Finde ich cool. Coole Mods. Ich kann jetzt nicht jede Mod verlinken, weil ich bin einfach gerade auf die Website gegangen und habe einfach bei gefühlt jeder Mod, die ein bisschen interessant aussieht, auf Download geklickt. Also findet ihr alle auf der Website. Aber jetzt bei Fahrzeugmods direkt und bei Map Mods werde ich natürlich weiterhin die Download-Links unten in die Beschreibung packen. Oh ja, der SBR4 ist schön zu fahren. Ich hab fast vergessen, wie schön er sich fährt. Warum ist das Spiel so leise? Kommt mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt auch leise ist oder ob es nur bei mir leise ist. So, hier entlang. Bremse ab. ABS macht den Job, den es soll. Und ja, mit dem fährt man hier ziemlich locker durch, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Links, glaube ich, oder? Ja, links. Da müssen wir kurz die Handbremse betätigen. Damit wir nicht frontal reinhauen. Wie sieht's aus? Ja, geht eigentlich. Nicht so zerstört. Ja, mit dem müssen wir mal. Mit diesen Lackierungen müssen wir mal die Crashtest nochmal auf der IHS Crashtest Map nachmachen. Das ist, glaube ich, cool. Also jetzt geht's rechts und dann geht's, glaube ich, gleich rechts tief runter. Wir hauen da aber gegen und dann nochmal hier rüber. Nett, so nett. Nett, nett, nett. Mal kurz die Brake Groups breaken. Alles abfallen lassen. So, nehmen wir nochmal einmal einen neuen Wagen. Nehmen wir den. Dies ist ein Roma. Nehmen wir den Roma, der ist immer cool. Nehmen wir hier aber die Offroad-Variante, vor allem weil die hier oben noch ein bisschen Gewicht drauf hat. Das ist schick. Das ist schick. Okay, ich kann nichts machen. Danke. So, jetzt kann ich was machen. Gut. So. Heute kam übrigens eine Folge LSPDFA, aber nur eine kurze. Und auch nicht unbedingt höchste Qualität. Da ich da nebenbei rendern musste. Aber trotzdem, für die, die LSPDFA gucken wollen, da ist heute eine kurze Folge da, einfach so eine kleine Folge dafür, dass das letzte Mal nicht kam. Aber morgen kommt natürlich wieder eine ganz normale Folge. Und ja, wollte nochmal darauf hinweisen. Wir drehen den um, ohne runterzufallen, bitte. Danke. So. Und hier wollen wir nochmal Gas geben mit unserem Roten Roma. Und hier rein und... Oh Gott, jetzt wird's unangenehm, oder? Ja, jetzt wird's unangenehm. Genau reingeknallt. Und jetzt nochmal rückwärts runter. Ah ja, das ging nicht gut aus. Unser Ersatzrad ist abgeknallt. Können wir dann gleich schon wieder dran machen. Also irgendwas Beschädigtes. Aber ja, auf jeden Fall. Gott. Das war's dann eigentlich auch schon mit der heutigen Folge. Morgen haben wir ja, wie gesagt, eine neue Map. Downloadings dazu ist schon in der Beschreibung, falls ihr sie schon mal ausprobieren wollt. Und ja. Gott. Übernächste Folge dann die Bergmap mal wieder, wo wir ein paar Autos runterschmeißen. Ist ein bisschen aufdringlich hier, der Ersatzreifen, das Ersatzrad. Schaffen wir es mal hier runter, ohne stecken zu bleiben. Nein, wir bleiben am Ast stecken. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt. Dann machen wir noch einen Crash. Nirgendwo gegenknallen, danke. Seit eben, man bräuchte so eine Version von der Map ohne die Bäume, das wäre cool. Kann man bestimmt sogar relativ einfach selbst machen. Genau, ohne die ganzen Pflanzen, einfach damit man mal... Hat man nicht mal viel schlechtere Performance auf der Map?
Es läuft so flüssig irgendwie. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gut. Und ja. Einfach nur, damit man so rumcrashen kann. Ohne jetzt direkt überall gegen zu knallen und stecken zu bleiben. Das wäre schick. Wollen wir da links nochmal runterfallen? Komm, da links fahren wir nochmal runter. Machen wir mit unserer E-Brake. Handbremse rum. Und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das kann als 20 Sekunden, das würde mich natürlich freuen. Wenn ihr einen Daumen nach oben lasst, kennt ihr aber alles. Muss ich euch nicht sagen. Andere betteln auch drum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das kann das. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.